Hallo meine Lieben, heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und deshalb wollte ich unbedingt ein Video drehen. Und zwar habe ich 600 Abonnenten auf YouTube. 600, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mich so gefreut. Ich muss sagen, in den letzten Monaten ist es eher schleppend vorangegangen und ich hatte wirklich sicher seit 3 oder 4 Monaten immer 597 und ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwann, falls ich die 600 erreichen sollte, mache ich eine Verlosung und es ist soweit und am 6. April habe ich Geburtstag und da dachte ich, am 6. April habe ich Geburtstag und so finde ich, passt das sehr gut zusammen mit dieser Verlosung. Also eine kleine Geburtstagsverlosung und eben 600 Abonnentenverlosung. Und ich will mich noch einmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich stelle mir dann immer die 600 Menschen in einem Raum vor und das ist ja unfassbar. Also wirklich, ich freue mich so, so sehr und ich freue mich auch, wenn noch viele, viele dazukommen. Ich finde das einfach total faszinierend eigentlich, dass 600 Leute meine Videos anschauen. Ja, ich bekomme auch immer so liebe Kommentare und es macht mir unheimlich viel Spaß, Videos zu machen. Überhaupt seitdem ich die neue Kamera habe, da ist das noch viel, viel lustiger. Ihr wollt sicher wissen, was es zu gewinnen gibt. Ich muss sagen, es ist kein riesengroßer Preis, weil ich auch nicht gesponsert wurde. Aber ich habe einiges für euch zusammengesammelt. Und zwar ein Quad Pro von L'Oreal, das habe ich noch nie benutzt, nicht mal geswatcht. Und zwar habe ich habe das für braune Augen und das ist für grüne Augen. Und ich finde die Qualität von diesen Quads echt super. Also sie sind super pigmentiert und die haben so einen Highlighter, der so cremeförmig ist. Also echt toll. Dann auch von L'Oreal diese, wie heißt sie überhaupt? Double Extension Massage. Diese Double Extension Mascara. Ich habe die auch und die ist wirklich gut. Die hat eine weiße und eine schwarze Seite. Ich will sie nur gar nicht aufmachen aus hygienischen Gründen. Denn wer sie bekommt, der soll sie auch ganz neu haben. Und ich dachte, damit kann man vielleicht so einen Frühlingslook schminken. Deshalb habe ich so einen frühlingshaften Nagellack eingepackt. Von M&Y, der war aus einer LE. Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. So richtig peachig für den Frühling. Wie ihr seht, ich habe hier solche Armbänder drauf. Und ich dachte, es wäre vielleicht eine süße Idee, diese für mich und diese für eine liebe Abonnentin. Und ich hoffe, diejenige, die das gewinnt, freut sich. Und die hat dann die gleichen Armbänder wie ich. Und dann gibt es noch 3 Lippenprodukte, die aufeinander abgestimmt sind. Und zwar einen Lip Liner von Alverde in einem Pink. Dann diesen wunderschönen Lippenstift von Essence. Der ist natürlich auch ganz neu. Bei Lippenstiften finde ich sowieso, dass man keine gebrauchten benutzen sollte. Und dieser hier ist die Farbe 45 It's Me. Also ein wunderschönes Pink und ich liebe die Verpackung, total toll. Und ich habe den, aber den alten davon. Das ist total die gleiche Farbe, aber diese Verpackung ist halt etwas ramschiger, würde ich mal sagen. Und ich trage den auf den Lippen und ich finde, das ist eine ganz tolle Frühlingsfarbe. Also habt ihr dann auch den gleichen Lippenstift wie ich. Und dann gibt es noch ein Lipgloss Nothing But Rebel. Es war auch eine Essence LE. Den habe ich schon lange zu Hause und auch nie benutzt, denn ich dachte, ich kaufe für eine Verlosung. Ja, mein Hund bellt, falls ihr das hört. So, ich packe das alles wieder rein. Also, das ist der Preis. Eine Kleinigkeit, aber ich hoffe, der eine oder andere freut sich. Bitte macht nur mit, wenn ihr wirklich den Preis gewinnen wollt, damit ihr nicht irgendjemanden die Chance klaut. Und unter 18 brauche ich eine Einverständniserklärung von euren Eltern, falls ihr gewinnen solltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ihr könnt aus Österreich und aus Deutschland mitmachen. Ja, was gibt es noch zu sagen?
was müsst ihr dafür tun. Und ihr habt ja schon viel getan, also ihr habt mich abonniert und das ist für mich ja sowieso das Größte. Und dann dachte ich mir, ihr könntet mir in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Kanal gefunden habt und welches Video ihr als erstes gesehen habt und warum ihr den Abonnieren-Button gedrückt habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich fände es gut, wenn jeder nur einen Kommentar hinterlässt, aber grundsätzlich könnt ihr so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Aber bitte nicht enter me oder so, sondern wirklich die Frage beantworten. Vielleicht haben ja manche mehrere Gründe, warum sie mich abonniert haben. Ja, und das war mein kurzes Video. Die Verlosung endet am 13. April. Das ist genau eine Woche nach meinem Geburtstag. Und ja, vor Ostern, also bekommt ihr ein kleines Ostergeschenk von mir sozusagen. Ich hoffe, es machen ganz viele mit. Und ich hoffe, ihr freut euch. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag und bis bald. Tschüss!